Und Dennis, bist du da? Ja, mach einfach alles, scheißegal, ich seh's ja. Okay. Oh, Vollvogel. Toll. Katata, Vollvogel. Ach, da bist du. Hörnchen Bob. Hier, Feuer. Alles klar. Hier, guck mal. Bringt nur nichts. Ja, sonst hätte ich schon Brandrodung betrieben. Und ich bin runtergefallen. Ja. Ich dachte gerade, du liegst da. Er sagt, du sitzt da, wie auf so einer Treppe. Gehe ich in den Nether? Ja, ich gehe rein. Also ich werde hier erstmal, bevor ich hier weiterbaue, erstmal Ich Stufen muss sagen, testen. Dennis, das funktioniert wieder wunderbar. Mir ist es ganz im Moment echt ganz Boah, Alter, egal, wie es hier. Justin. Echt Porno. Wie es hier aussieht. Weil ich will hier einfach nur, dass die Mine funktioniert und da muss. Also um Einzelheiten kümmere ich mich dann später. Ich weiß nicht, gehen wir dort einfach zu Warp End? Nether? Also. Max? Keine Ahnung. Ja, wir Ich machen würde es sagen, ja, einfach. ne? So. Zum Glück habe ich aus Warte irgendeinem Grund immer das gleiche Inventar. Auch wenn es mal. Ich nicht. auch. Auch wenn es eigentlich nicht gleich geteilt wird, aber. Oh, fuck. Wer musste hier Lava am Eingang setzen? Und wieso muss ich Das sprengen? ist mal wirklich nicht. Ja, das ist mir klar. Also eigentlich, wenn, dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Mache ich jetzt weiter, also ich brauche Stufen, ne? Stufen. Alter, ich sehe mit den Shader nichts im Nether. Also das dürften erstmal reichen an Stufen. Mann, hier ist die Kiste schon wieder komplett voll mit Cobblestone. Und warum ist hier ein Hühnchen? Also Im das Nether. meinen sich hier. Das meinen sich hier echt. Halt gemacht. Baue ich da noch mal ein bisschen Iron rein. Hier, bitteschön. Ja. Muss die Stufen und so. Ist alles schon geplündert. Alles ist am Eingang geplündert. Kann ich wieder laufen. Also ich bin dafür, wenn man das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn man wirklich hungert, dann darf man auch sehr viel machen und wenn man wirklich Item unbedingt braucht, dann darf man sich das auch cheaten. Nein. Wenn Ich man gerade brauche. wirklich nicht anders irgendwie Lust, also wenn man sonst keine Lust hätte, extra dafür zu farmen und so. Weil. Dann brauche ich ja immer plötzlich unbedingt all die Sachen, hab nie Bock dazu. Naja, nur wenn du wirklich keinen Bock hast. Ja. Es geht hier nur so um elementare Sachen und um. So wie, keine Ahnung, Dragon-Eier, Geschwerter, komplette Genau, Rüstungen. Dragon Eier. Nee, ich meine so Fackeln und Essen und Healen und so, ne? Dann brauchst du ja kein Essen. Ich meine so Sachen, wo wenn du das brauchst, bevor du das machen kannst, na sowas halt, meine ich halt. Also Deswegen. Grundversorgungsmittel. Genau. Und weißt, damit man schon mal ein bisschen weiterkommt und den Zuschauern nicht immer dieselbe Scheiße vor. Code. Genau. Und die nächste Eisenspitzhacke ist da kaputt gegangen. Ja, noch mehr Eisen. Jo.
Jungs, ich habe eindeutig zu viel gefressen. 33 und 64 Glowstone Dust. Wie viel Eisen hier ist? Ist doch nicht normal. Was sind wir denn hier? Wir müssen unbedingt mal eine neue Netherwelt machen. Also Justin, ich will dich ja nicht hetzen, aber wenn es geht, so um 23.45 Uhr bitte. Ja. Okay. Ne, ich will dich ja nicht hetzen. Ich kann extra für die Server-Let's Play-Welt eine machen. Nö, dann tu das. Ja, noch eine Welt mehr für den Server. Aber, du musst ja heute noch... ja schon zwei neue Welten. Du machst ja noch den Spawn bauen und so weiter, ne? Spawn bauen? Ja, wir sind momentan am Spawn bauen dran, ne, Dennis? Sind wir dran? Ach ja, sind wir. Vom Nether Dings. Achso, nein, das ist ja unser privater Nether. Dann. Kein Spawn, das ist dann scheißegal. Okay. Warp 11. Ich war jetzt beim Nether Portal. Ebene 23. MV Create World 2-Nether. Oh, für manche Sachen wünsche ich mir einfach mal so. World 2 wird erstellt. Dürfte ja nicht lang dauern. Server ruckelt nur ein bisschen. Ah, komplett. Minimal. Komplett. So, MVM. MVTP. World 2 unterstrich Nether. Fick dich, Alter, ich will Fly benutzen. Gib mir das gerade auf den Sack. Dann nimm Fly. Set Warp. Obwohl, dann sieht man ja den Warp. Dann muss man eben halt MVM, MVTP momentan benutzen. Ich nehme jetzt auch Fly mit. 5 erstmal. Leute, es ist komplett in Ordnung, wenn wir Fly benutzen. Solange wir nicht Game Mode 1 benutzen, ist das in Ordnung. So, liebe Zuschauer, das Server Let's Play war anders hier schön mit Fly und so. Digga, wie viel Fackeln hier sind! Fällt dir früh auf. Wo ist der denn? Alles so schön ausgeleuchtet hier, wo wir ich sind. Ich weiß nicht, wo der was, ist. Ich bin in was der anderen ist, Welt. Ich glaube, der ist wohl irgendwo, wo ich mal ausgeleuchtet habe. Mal. Auf jeden Fall, Weil die Reaktion lässt das vermuten. Mhm. Was hast du denn hier? Was baust du gerade hier? Mhm. Hallo. Danke. Nur wenn du in diesem Gebäude stehst, auf der MVTP. World 2 unterstrich Nether eingeben. Mach, tu meinen Fly bloß nicht deaktivieren. Dennis? Jo. Obwohl, im Endeffekt hätte ich das lieber so wie in Stargate gebaut. Mhm. Am besten so rund, ne? Nein, aber so eine riesige Halle und... Naja, aber das wäre zu aufwendig geworden. Mhm. Ja. Kann ich ja später. Hier kommen. Vorne ist der Weltspawn. Warp 11. Ich müsste den Warp mal in das Gebäude... hier zum Nether-Portal setzen. Das kommt dann besser. Also Leute, ich habe echt, ich muss sagen, ich habe echt keine Lust bei dieser Mine weiterzubauen. Also ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Aber wir haben es bald geschafft, dann können wir oben wieder weiterbauen. Ich finde das oben viel interessanter, als hier unten Minen zu machen. Ja. Achso, ich wollte ja nach dir, stimmt Dennis. Vielleicht kommt das ja noch. Also. Bist du nicht bei mir? Nee, bist du nicht. Weil ja. Mein Schwert mal verzaubern. Ich finde das aber gerade, ehrlich gesagt, todlangweilig. Du bist todlangweilig, ja. Also ultra spannend.
und deine Enchantment-Tür ist noch offen. Es ist ja nicht überall Autoclose drauf. Schärfe 3 ist immer noch gleich. Und es ist nur Schärfe 3. Ich verzaubere eh lieber Bücher. Ja. Und jetzt habe ich 27 Level statt 0. Da ist noch eine Schaufel, jawoll. Naja, wenigstens Stärke. Habe ich 9 statt 7 Angriffspunkte. Dann. Ja, freu dich doch. Ja. Ich glaube, das mache ich irgendwann mal außerhalb der Aufnahme. Verzaubern. Ja. Machst du irgendwelche... 99% außerhalb der Aufnahme? Nein, 99 mache ich nicht. Ich mache 98,9%. Okay. Also da ist schon ein feiner dann... Unterschied. Grober, ja. Eigentlich. Stell dir vor, das passiert, wenn du eine Atomwaffe abschießt. Auf einmal triffst du, keine Ahnung, New York anstatt Washington. Oder Paris. Paris geht auch. Ja, weil das so viel näher ist. Ja, natürlich, ne? Wenn du beide Augen zumachst oder wenn irgendein Chinese da dran sitzt, fällt das auch nicht auf. So. Der kneift die Augen ja so krass zu. Was glaubst du, Dennis? Na, dann bräuchte ich Tonnen, also ich nehme erstmal nix. Na gut, na gut. Weil sonst habe ich nicht und dann möchte ich mehr und dann tue ich das ganze Nest dann nachher ausrauben. Hauptsache, wenn man auf dem. Ja, da ist groß genug. Wenn man auf dem Stone Step steht, ist man einfach bei Ebene 20,5 oder so. Einfach 0,5. Normal. Ich weiß. Quarz. Das ist jetzt eine halbe Ebene. Quarz. Wie so ein Frosch. Quarz. Weißt du, was mir aber hier im Nether noch fehlt? Crafting Table. Ich crafte mal. Ja, ich mach mal eben 4 Stück. Ich weiß, was mir noch fehlt. Leute, ihr habt mich auf eine Idee gebracht. In Real Life? Meine Güte. Ich weiß, was mir noch fehlt. In Real Life? Ja, nicht nur in Real Life. Hexe. Drei Schläge down. Mal schnell. Also im Gegensatz zu der ersten Folge sieht's ja einfach komplett anders aus. Gefühlt sind wir produktiver als Kronk. Damals war. Immer doch auch. Ja gut, der hat erstmal 20 Minuten gebraucht, um zu wissen, wie man das Spiel startet. So. Da war das ja so besonders für die Zuschauer. Oh, was macht er denn da? Ach, er startet das Spiel. Was für ein Spiel ist das denn? Pixelmatch. Haben wir ja schon seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Komm, ich hab doch irgendwo eine Schaufel. Verbuggtes Wasser. Spinne! Warum finde ich schon wieder keine Spinnen? Ich möchte da nur noch mindestens einen Faden für den Bogen. Seite. Digga, meine Truhen sind einfach schon alle voll. Oh ne, ist noch eine frei. Ich hab das Gefühl, Spinnen sind irgendwie seit der 1.9 seltener. Natürlich finde ich seltener. Ja, wenn du Tonnen an Spinnen hast, wird das Spiel auch irgendwann langweilig. Und wieso brennt der Zombie nicht? Digga, ich bin gerade 1000 Tode gestorben.